Und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zum nächsten Agendapunkt, wo wir jetzt ja, die Hauptakteure dieser Veranstaltung auch in den Fokus rücken wollen und gehen jetzt zu den Startup-Pitches über und beginnen da sehr gerne mit dem Thema Building Material Scout. Kurz zum Building Material Scout. Es ist die Vision dieses Tools, einen einfachen Zugang zu gesunden, intelligenten und nachhaltigen Materialien und Bauprodukten zu verschaffen. Wie man das mit der Plattform umsetzt, wird uns jetzt Thomas Heunka, Gründer und Geschäftsführer, in seinem Pitch vorstellen. Thomas, ich gebe gern an dich weiter. Vielen Dank, Martin. Jetzt teile ich mal meine Präsentation erstmal. So, ich hoffe, man sieht es jetzt. Genau. Ja, jetzt kommt's. Okay, also vielen Dank. Ich würde heute gerne meine oder unsere Service-Plattform für nachhaltige Bauprodukte vorstellen, den Building Material Scout. Warum Service? Einmal, weil wir die Möglichkeit bereitstellen, gesunde und smarte Bauprodukte zu finden. Das heißt, gezielt nach den Anforderungen des Bauherrn zu filtern und entsprechend geeignete Produkte quasi gezeigt zu bekommen. Dann das zweite Service ist das Bewerten von Produkten. Also wenn man nachhaltig baut und nachhaltige Bauprodukte einsetzen möchte, dann liegt das nicht immer auf der Hand, was ein nachhaltiges Bauprodukt ist. Das heißt, man muss es bewerten. Hier bieten wir einen Service für Produkthersteller an, ihre Produkte ganz einfach durch einen Assessment Service zu führen, wie wir ihn nennen. Das heißt, die Produkte über Abfragen oder Antworten darüber zu übermitteln und so ein Gesamtergebnis für das Produkt zu bekommen, sei es nach DGNB, LEED, BREEAM oder anderen Anforderungen, die Bauvorhaben mittlerweile mit sich bringen. Und der dritte Punkt ist das Thema Dokumentieren. Das heißt, dass wir die ganzen Bauprojekte oder die Bauprodukte, die in diesen Bauprojekten eingesetzt werden, dann darüber quasi strukturiert dokumentieren, Freigabeprozesse abbilden, Leitproduktlisten anbieten und so eigentlich die gesamte Informationskette abbilden, die Bauproduktinformationen über den in einem Planungs- und Bauprozess nehmen müssen. Ich würde hier kurz drüber gehen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Also ich bin Geschäftsführer Building Material Scout und auch noch eines anderen Ingenieurbüros. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit dem Thema nachhaltiges Bauen und insbesondere auch mit dem Thema Bauökologie von Bauprodukten. Ich würde gerne kurz die aktuelle Situation darlegen, um zu verstehen, was unsere Lösung letztendlich wirklich bringt. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Situation, dass Architekten, Planer, Baufirmen nachhaltige und gesunde Bauprodukte einsetzen wollen, sofern Kosten und Qualität stimmen. Auf der anderen Seite haben wir die Bauprodukthersteller, die selbst mit Sicherheit auch nachhaltige und gesunde Produkte produzieren und verkaufen wollen. Jetzt gibt es allerdings eine oder mehrere Herausforderungen, die damit einhergehen. Und das fängt schon einmal damit an, zu wissen, was ein nachhaltiges Bauprodukt ist. Ist es die Ökobilanz? Sind es die Emissionen in den Raum? Ist es der Einfluss auf die Umwelt? Ist es die Trennbarkeit, Recyclingfähigkeit? Also es gibt keine Definition, sondern es hängt vom Projekt ab. Es hängt von den Möglichkeiten ab, die man bei der Produktauswahl treffen kann. Und allein das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung, hier zu wissen und sich nicht irgendwas einreden zu lassen, was ein Produkt nachhaltig macht und was nicht. Und das ist ein Teil, was wir mit unserem Building Material Scout lösen wollen und auch dort Lösungen anbieten. Das ist die eine Frage. Wenn ich weiß, wo ich hin möchte, ob ich die Ökobilanz verbessern möchte, ob ich die gesundheitlichen Themen verbessern möchte, haben die Hersteller, die schon Wahnsinnsleistungen überhaupt erbringen, um solche qualitativ hochwertigen Produkte zu produzieren, werden jetzt eben vor Herausforderungen gestellt, die quasi die Komplexität nochmal potenzieren, weil immer gilt Ästhetik, Kosten, Schallschutz, Brandschutz, Dauerhaftigkeit, diese Themen müssen ja weiterhin funktionieren und das ist natürlich eine große Herausforderung, dass die Produkthersteller dann nochmal alternative Lösungen anbieten, die auch die geforderten Zielparameter erfüllen. Auf der anderen Seite haben wir die Planer, Architekten, Baufirmen, die vor der Situation stehen, dass die Informationen gar nicht verfügbar sind. Das heißt, ich habe entweder einen erheblichen Zeitaufwand für die Informationsbeschaffung oder ich habe diese Informationen nicht verfügbar und kann überhaupt nicht entscheiden, ob das Produkt nachhaltiger ist als ein anderes. Das heißt,
hier müssen Lösungen gefunden werden. Und ich möchte kurz noch die aktuelle Situation schildern, wie wir sie sehen. Man kann aktuell nach dem Baustandard bauen. Alle Produkte, die zusätzlich zugelassen sind, können eingesetzt werden. Der Aufwand ist gering. Wir haben am Ende eine mäßige Qualität. Im Hinblick darauf, was wir eigentlich erreichen wollen in Sachen nachhaltiges Bauen, Klimaneutralität und so weiter, dann gibt es sehr wichtige Entwicklungen, um diesen ökologischen Baustandard zu erhöhen, dass zum Beispiel durch Gesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft Nachhaltiges Bauen, und die erhöhen diese Anforderungen auf freiwilliger Basis. Und allein nur dadurch, dass dort quasi nicht gesetzliche Anforderungen, sondern darüber hinausgehende Anforderungen gestellt werden, erhöht sich der Aufwand in der gesamten Projektabwicklung. Bis hin dazu, dass ich natürlich eine erhöhte Qualität bekomme, aber auch immer noch eingeschränkt bin dahingehend, was der Markt hergibt und was die Informationslage hergibt. Also ich kann nicht die Messlatte hochsetzen, wenn ich weder Informationen habe noch Produkte auf dem Markt. Also von dem her ist es genau der richtige Weg, auf dem wir uns bewegen. Aber das Ziel muss sein, den ökologischen Standard sehr hoch setzen zu können als Bauherr. Und letztendlich den Aufwand dadurch rein vom Prozess her als auch von möglichen Mehrkosten für Produkte dort gering zu halten, indem ich gute Produktlösungen finde, die alle Zielparameter vereinen. Das heißt, unsere Lösung ist zum einen die Möglichkeit zu schaffen, Nachhaltigkeitskriterien zu identifizieren und für Projekte festzulegen, passende Produkte zu finden oder geplante Produkte zu bewerten. Jede Plattform wird immer oder nie vollständig sein. Es wird immer Produkte geben, die individuell bewertet werden müssen und dafür müssen auch Lösungen bereitstehen. Und Bauprodukte müssen über den gesamten Planungs- und Bauprozess dokumentiert werden. Also irgendwelche eingescannten Datenblätter und Lieferscheine und ich weiß nicht was alles, das hat hier nichts verloren, weil es einfach Ressourcen von Planern, Baufirmen raubt, die anderswo besser untergebracht sind. Martin hat es schon gesagt, unsere Mission ist, allen am Bau beteiligten Akteuren, Finanzierern, Investoren, Bauherren, Projektentwicklern, Architekten, Planern, Baufirmen, Betreibern einen einfachen Zugang zu gesunden, intelligenten und nachhaltigen Materialien und Produkten zu verschaffen und sind selbst davon überzeugt, dass wir allein durch diese digitale Lösung einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, gesünder und umweltfreundlicher zu bauen. Das ist ein kurzer Überblick, wie die Plattform funktioniert. Wir haben einmal die Produktdatenbank, also eine Suchplattform. Wir haben das Herstellerportal, in dem die Hersteller selber agieren können. Sie können zum einen Produkte anlegen, können sie bewerten, brauchen keine aufwendigen Workshops und Marketingbroschüren und ich weiß nicht was alles, sondern hier wird pro Produkt die Performance bewertet, ausgewiesen und steht den Planern im Planungstool dann zur Verfügung. Also es sind diese drei Bausteine, die ich jetzt einfach nochmal kurz darlegen möchte. Auf der einen Seite gibt es die Baustoffindustrie, die Produkte mit Eigenschaften liefern. Zum anderen gibt es Produktlabels, gesetzliche Standards, Zertifizierungssysteme, die quasi hier auch nochmal Anforderungen reinspielen. Man kann eben, das ist dieser blaue Bereich hier, die Produkte bewerten durch automatisierte Assessments, also sobald ich Eigenschaften meines Produktes eingebe, bekomme ich auch Ergebnisse, wie gut das Produkt abschneidet. Dann kann ich diese als Architekt, Planer, Bauherr, Investor diese Projekte verwalten, Projektziele definieren. Also allein, dass ich übergeordnet über das Projekt sage, das Projekt soll Ansprüche an Circular Economy oder an DGNB oder LEED-Zertifizierung erfüllen, dann kann ich die übergeordnet angeben und somit ist auch quasi der Filter oder die Anforderungen, die für das Projekt, für die Produkte gelten, dann auch mit inbegriffen. Und dann kann ich eben Produkte finden und filtern. Ich mal ganz kurz rüber. Was passiert also? Produkthersteller bekommt eine Verifizierung für seine Produkte, kann die Daten eben digital bereitstellen. Also ganz, ganz wichtig, ein PDF-Datenblatt bringt zukünftig nichts mehr. Nein, diese Attribute, sei es zum Thema CO2, Inhaltsstoffe, VOC-Lösemittelanteile und so weiter, die müssen digital, also als Datensatz vorliegen, weil die später reingespielt werden in BIM-Technologien, in digitale Datenbanken, in Tools und da hilft uns nichts, wenn der Vertriebler irgendein Datenblatt rüberschickt, was ein Architekt interpretieren muss, wofür er keine Zeit hat und teilweise auch das Fachwissen nicht hat, auch deswegen nicht, weil er es auch gar nicht haben soll, weil er ganz andere Probleme im Projekt hat, zu lösen hat. Der Bauherr kann Projektziele aufsetzen,
und ist sich gewiss, dass diese auch erreicht werden können. Architekten, Fachplaner können eben den einfachen Zugang zu den richtigen Leitprodukten finden, um auch die Ausschreibung korrekt ausführen zu können. Die Baufirmen wiederum, die wissen, okay, diese Produkte gibt es auf dem Markt, die die hohen Ansprüche erfüllen und kommen dort nicht in die Problematik, etwas anzubieten, was sie am Ende nicht einhalten können. Und der Bauherr erhält am Ende eine Zusammenstellung der eingesetzten Produkte mit den notwendigen Informationen für Betrieb und Verkauf. Jetzt ein paar Eindrücke noch. Also die Plattform hat sich jetzt optisch ein bisschen nochmal verschönert. Aber grundsätzlich, ich kann nach Öko-Labels filtern, ich kann nach Zertifizierungssystemen filtern, hier unten links, nach den einzelnen Stufen, also sehr gezielt und finde dann wie in den Shop-Plattformen oder wie bei irgendwelchen Online-Portalen, wo ich wirklich sage, das, was mir nach der Filterung angezeigt wird, erfüllt auch die Anforderungen und ich muss in keine Datenblätter mehr reingucken, sondern kann darauf vertrauen, dass es auch richtig ist. Dann sieht man hier die Labels, es wird noch vieles ergänzt mit CO2-Emissionen, Inhaltsstoffe und so weiter. Dann hat man hier die Produkteigenschaften, die man dann auch nachweislich eben nochmal prüfen kann, ob die ganzen, welche, warum ist diese Bewertung so eingestuft worden. Ich kann mir trotz alledem immer noch das PDF-Datenblatt herunterladen, wo alle Informationen drinstehen, wie diese Anforderungen hier erfüllt sind. Ich kann aus Herstellersicht kann ich Produkte bewerten durch automatisierte Assessments. Ich gehe einfach durch, klicke mich durch, bekomme die richtigen Fragen gestellt, verifiziere das und bekomme dann ein Ergebnis. In den Projekten setze ich, wie wir schon gesagt haben, von mir aus den DGNB-Standard hier unten. Ich sage, welche Informationen möchte ich für jedes Produkt immer haben, welche weiteren Angaben brauche ich im Projekt, welche Menge wurde eingesetzt, welche Kosten, wo wurde das Produkt eingesetzt, kann dann entsprechend Aufgaben an Gewerke verteilen, also wer dort eben zuarbeiten soll, hat eine gesamte Produktübersicht, kann die auch exportieren mit allen Datenblättern und allem, was ich eben für eine Objektdokumentation benötige. Ich kann auch weitere Teilnehmer hinzufügen und habe so dann den gesamten Überblick. Es wird auch schon Zeit, knapp von der Zeit. Wir sehen uns als Service-Dienstleister auch für andere Plattformen, für Hersteller, für andere Planungswerkzeuge, um uns dort zu integrieren mit von mir aus BIM-Plugins und so weiter. So, genau. Die Plattform wächst und wird jetzt aktuell in 50 Projekten eingesetzt als Pilotphase, um einfach diese ganzen Dokumentationsprozesse zu optimieren und die wirklich für die breite Masse zugänglich zu machen. Vielen Dank. So, Thomas, vielen Dank. Ich habe gelernt, dass Amazon für gesunde Bauprodukte baut ihr auf, natürlich auf dem Next Level. Es gibt auch schon direkt die erste Frage an dich aus dem Publikum. Das freut mich sehr. Beteiligen Sie sich gerne. Davon lebt diese Veranstaltung. Und zwar die Frage an dich. Welche langfristigen Anreize haben Bauunternehmen, ökologisch hochqualitative Standards umzusetzen im Vergleich zu gesetzlich billigeren Mindestanforderungen? Also welche Anreize gibt es da aus deiner Sicht? Also die Baufirmen selber, die machen ja in der Regel das, was sie beauftragt bekommen. Und ich glaube, die Anreize liegen eher beim Bauherrn, der durch verschiedene Regulierungen, die sich jetzt auch nochmal verschärfen, Anforderungen bekommen an gesünderes Bauen und letztendlich der Nutzer, der die Anforderungen stellt. Also große Mieter, das heißt irgendwie Google, mieten sich nur in zertifizierte Projekte ein. Also dort kommt die Anforderung her und die Baufirmen selber müssen natürlich das tun, was auch der Markt fordert. Wichtig ist zu wissen, dass ein gesünderes Produkt oder Projekt nicht teurer sein muss, sondern man muss wissen, welches man auswählt. Und diesen Anreiz muss eigentlich jede Person auch bei einer Baufirma haben und den eigenen Anspruch, das auch zu tun. Darauf können wir ja nachher auch nochmal in der Panel-Diskussion eingehen. Erstmal vielen Dank. Ich habe es gut verstanden. Ist für mich sehr schlüssig. Vielen Dank erstmal, Thomas, für deinen Input. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen zum Building Material Scout haben, gerne sammeln. Weiter im Chat können wir nachher gerne in der Panel-Diskussion noch ein bisschen ausführlicher uns anschauen. Erstmal vielen Dank, Thomas. Und an der Stelle, wir haben ja gesagt, drei Startups, knackig Zeit, wie die Startups das kennen, in kurzen Pitches, freue ich mich jetzt sehr, dass wir Patrick Bergmann als nächsten Experten haben, den Geschäftsführer von Madaster Deutschland. Er ist überzeugt, und das finde ich gut, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um die Kreislaufwirtschaft auch konsequent in der Bauwirtschaft zu denken und umzusetzen. Und wie das mit der Plattform Madaster umgesetzt wird, wie wir sie in der OWP12 aktiv einsetzen, wird uns jetzt Patrick vorstellen. Patrick, ich gebe an dich weiter. Perfekt. Vielen Dank, Martin.
Ja, danke, dass ich heute hier sein darf, dass ich Madasta vorstellen darf. Und ist auch kein Zufall, dass Madasta nach dem Building Material Scout kommt, weil wenn diese Produkte mal ausgewählt wurden, wenn klar ist, was verbaut wird, was drinsteckt, dann gilt es, das eben langfristig zu speichern. Und dafür gibt es bisher noch keine Lösung. Und so ist Madasta entstanden, das Kataster für Materialien. Das Ganze kommt aus den Niederlanden. Ich glaube, wir starten jetzt die Präsentation. Genau. Wurde dort von dem deutschen Architekten entwickelt, um eben diese Informationen langfristig zur Verfügung zu stellen, um dann in der Sanierung, im Rückbau auf die Informationen zuzugreifen und dann dieses Wissen einzusetzen. Das Ziel ist eben ein globales Materialkataster, das die Circular Economy im Bau und in der Immobilienwirtschaft ermöglicht. Danach wurde die Plattform auch in der Schweiz ausgerollt, jetzt eben dieses Jahr in Deutschland, in Norwegen und in Belgien. Und wir sehen, wir haben auch schon Pläne für andere Länder in Europa, sodass wir kontinuierlich wachsen, dort wo eben der Bedarf nach dieser Circular Economy auch besteht. Schön ist auch, dass es nicht nur ein Architekt oder ein Projektentwickler initiiert, sondern wir starten zu Beginn immer mit unseren Kennedys. Das sind Unterstützer erster Stunde, Pionierunternehmen, die sagen, genau das ist die Technologie, die gefehlt hat. Wir wollen da mitmachen, wir wollen das Ganze mitentwickeln. Wir sehen jetzt hier links die Kennedys aus den Niederlanden, unten aus der Schweiz und in der Mitte die ich in Deutschland bisher gefunden habe, unter anderem Dries und Sommer. Deshalb bin ich auch heute hier und möchte die Verknüpfung zwischen Madasta und dem OWP 12 zeigen. Wir sind aktuell bei 21, wir suchen 33. Melden Sie sich also gerne bei mir, wenn Sie Lust haben, in dieser Vorreiterrunde mitzumachen. Ziel, wie schon gesagt, ist es, die Kreislaufwirtschaft herzustellen. Das heißt, dass diese lineare Wertschöpfungskette, die aktuell irgendwo im Rückbau endet, zu schließen, einen Kreis herzustellen, Materialien, die verbaut sind, registriert zu haben, sie dann an den Marktplatz zu geben, um sie dann einem Architekten, einem Projektentwickler zur Verfügung zu stellen. Und deshalb bauen wir auch ein ganzes Ökosystem auf. Es reicht nicht, wenn ein Architekt allein darüber nachdenkt oder ein Projektentwickler, sondern wir brauchen wirklich die ganze Wertschöpfungskette. Wir haben auch Bewerter an Bord, Planer, Berater bis hin zu Wirtschaftsprüfern, weil es wirklich ein großes, ein ganzheitliches Thema ist. Und was ist die Plattform konkret? Digitales Kataster mit vier Produkten. Das eine ist ein Dossier, das heißt, wir speichern dort zum Beispiel im Neubau das BIM-Modell, den digitalen Zwilling, aber auch andere Dokumente, das heißt Versicherungspolicen, Pläne der Architekten, Produktdatenblätter, alles, was eben an Informationen zu den verbauten Materialien und Produkten vorhanden ist. Und diese Informationen bleiben am Gebäude, das heißt, nachdem der Architekt oder der Projektentwickler das auf Madasta hochgeladen hat, geht es an den Bauherrn und sollte er das Gebäude verkaufen, geht auch der Zugang auf Madasta an den nächsten Eigentümer und an den nächsten, sodass immer der Eigentümer Zugriff auf die Daten hat und wenn er sanieren, wenn er rückbauen möchte, weiß, was im Gebäude steckt und welches Potenzial zum Rückbauen auch diese Materialien und Produkte haben. Diese Informationen kann man eben auch dann automatisiert in einem sogenannten Materialpass exportieren. Das heißt, ein standardisiertes PDF, in dem drinsteht, welches Material oder Produkt ist wo vorhanden und in welcher Masse oder Stückzahl. Und, das ist der dritte Punkt, die Zirkularität. Wir geben an, wie zirkulär ist dieses Gebäude an sich. Das heißt, wo kommen die Materialien her zu Beginn? Ist es ein Primär- oder ein Sekundärmaterial? Ist es nachwachsend oder nicht oder nachhaltig nachwachsend? Dann natürlich, wie lange hält das Ganze? Ist es länger haltbar als der Durchschnitt, was positiv ist im Sinne der Nachhaltigkeit? Und ganz wichtig auch, was passiert am Ende? Muss es per Definition auf die Deponie, weil es Abfall ist? Geht es irgendwie in die thermische Verwertung, also in die Verbrennung? Oder kann wirklich eine stoffliche Verwertung stattfinden, ein Recycling bis hin zur Wiederverwendung, wo wir aktuell auch mit Partnern dran sind, dass man zum Beispiel ganze Innenwände, Fassaden 1:1 als Produkt wiederverwenden kann. Und das gibt dann einen Score von 0 bis 100. Zeige ich gleich an einem Beispiel, wie das beim OWP 12 aussieht. Final dann aber auch noch eine finanzielle Bewertung, weil wir sagen, wir haben nur eine Erde. Diese Materialien sind wertvoll, die dort vorhanden sind. Und derjenige, der so baut, dass es wieder rückbaubar ist,
hat ja auch den Wert der Materialien, kann sie später weiterverkaufen. Das wollen wir aufzeigen. Deshalb haben wir die Materialien auf Madassa mit Rohstoffbörsen verknüpft und können so tagesaktuell sagen, wie viel ist das Material in einem Gebäude wert. Wir berichtigen das natürlich für den Teil, der auf die Deponie geht, weil dort Kosten entstehen. Für den Teil, der im die Kosten im Rückbau, im Transport und der Aufbereitung entstehen und haben so einen verfügbaren Rohstoffrestwert, den wir dann gerne auch in die Bilanzierung oder in die Wertermittlung übernehmen wollen und sagen, der Eigentümer besitzt nur nicht das Grundstück und erzielt Mieteinnahmen, sondern er hält auch eine Materialbank und diese Bank hat einen Wert der Materialien. Warum soll er die nicht auch finanziell nutzen? Beim OWP 12 sieht das so aus. Wir sind hier natürlich noch nicht am Ende. Das ist im Moment im Bau. Wir haben jetzt erste Planunterlagen hochgeladen. Aber man sieht hier sehr schön die unterschiedlichen Schichten des Gebäudes. Das heißt, ist klar, in der Baukonstruktion, das hält sehr lange. Dort Materialien, die dort verbaut sind, werden für 50, 80, 100 Jahre dort gespeichert. Wenn wir dann aber Richtung Fassade, Richtung technische Anlagen oder bis zum Mobiliar gehen, findet dort der Austausch deutlich häufiger statt. Und deshalb unterscheiden wir in Schichten, um einfach auch die Verfügbarkeit dieser Materialien in der Zukunft besser abbilden zu können. Dann sprach ich schon über den Zirkularitätsindex. Der sieht mehr oder weniger so auf. Wir sehen jetzt die akkumulierte, den akkumulierten Index ganz oben. Das heißt, aktuell hätte das OWP 65%, was schon extrem gut ist. Die Standardgebäude aktuell haben irgendeinen Wert zwischen 10, vielleicht 15. Also dort setzt Dresden Sommer auf jeden Fall neue Standards. Das kann man dann eben aufsplitten, wie vorhin schon gesagt, in den Primärrohstoffgehalt, in die Lebensdauer und in die Materialverwertung und kann dort auch dort jeweils noch tiefer reingehen, sich die Materialien anschauen. Und eben final diese finanzielle Bewertung. Ich habe hier mal einen Screenshot mitgebracht. Ist jetzt nicht sehr überraschend. Im Metall, in den Kunststoffen liegt der Hauptwert des Gebäudes. Bei Glas oder auch in den mineralischen Rohstoffen fallen eher Kosten an, weil aktuell der Preis bzw. der Rückbau teurer ist als das, was ich dann neu erzielen kann. Hier gilt eben aber zu beachten, umso zirkulärer das Gebäude, umso höher dieser verfügbare Rohstoffrestwert. Wenn wir das schaffen und das konsequent auch in der Planung umsetzen, dann ist es eben so, dass wir wegkommen von Gebäuden als Rohstoffverschwendung hin zu Gebäuden, die Rohstoffbanken sind. Und damit bleiben auch alle Ressourcen, die auf dem Planeten zur Verfügung stehen, unendlich verfügbar, weil wir sie in Kreisläufen nutzen. Das war es auch erstmal von meiner Seite. Vielen Dank an Sie, an euch, Martin, und ich freue mich schon auf die Runde nachher und die Fragen. Vielen Dank, Patrick. Eine Frage habe ich vielleicht sogar noch an dich. Es kam jetzt noch keine aus dem Publikum, aber ich denke, das heben sich die Leute noch für die Panel-Diskussion auf. Aber was ich sehr interessant fand, du hast ja von den Kennedys und von der Anzahl gesprochen. Ja. Kannst du vielleicht mal berichten, wie kommt denn diese Zahl zustande? Weil das finde ich sehr, sehr spannend. Genau. Kennedys vielleicht auch ganz kurz, angelehnt an die Mondansprache des ehemaligen US-Präsidenten, gesagt hat, wir fliegen auf den Mond dieses Jahrzehnt. Ich weiß leider nicht genau, wie viel es kostet, wie wir es umsetzen, wer dabei ist, aber die Vision ist da und das Ziel wird erreicht. Diesen visionären Charakter haben die Unternehmen. Und dann haben wir gesagt 33, weil wir mit denen zusammenarbeiten wollen. Das heißt, inhaltlich auch die Plattform weiterentwickeln. Aber, und ich glaube, das sprachst du an, die Wirbelsäule hat 33 Wirbel und deshalb sind die einzelnen Kennedys das Backbone für Madassa und so verstehen wir uns auch wirklich als Team, um die Plattform weiterzuentwickeln. Super. Dann erstmal vielen Dank und dann würde ich an Nathanie in Stuttgart weitergeben. Danke, Martin. Ja, ich habe die Ehre, ich darf das nächste Startup kurz anmoderieren. Und das nächste Startup ist Architrave, das sich vorstellen wird. Die Lösung des Startups soll die Datenablagestruktur im gesamten Lebenszyklus der Immobilie verbessern und problemlos alle Daten mit den jeweiligen Assets verknüpfen. Und ich gebe dann direkt das Wort weiter an Anne Arndt. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein und Ihnen Architrave vorzustellen. Ich bin Head of Product bei Architrave und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mit der Präsentation. Genau,
Here we go. Architrave ist vielleicht, man weiß gar nicht, ist man noch ein Startup, uns gibt es schon ein bisschen länger, seit 2013. Wir haben über 70 renommierte Kunden hier in Europa, hauptsächlich aber auch in Deutschland. Und wir haben auf unserer Plattform über 6.000 Assets mit einem Wert von über 100 Milliarden Euro auf der Plattform. Wir haben über 12.000 zufriedene Nutzer und hosten sozusagen 4,5 Millionen Dokumente, also alles, was relevante Informationen ist zu den Immobilien, liegt bei auf unseren Servern, was über ungefähr 10 Terabyte an Daten sind. Wir betreuen auch Transaktionen, das Sony Center, Omniturm und das Millennium Portfolio sind ein paar Beispiele und wir sind ein sehr bekanntes PropTech hier in Deutschland, haben auch einige Preise gewonnen und sind darüber auch sehr stolz. Was machen wir? Was ist das Problem? Was glauben wir oder wo halten wir dran fest, was wir lösen wollen? Und zwar ist es so, dass die Immobilienwirtschaft sich ja, aus verschiedenen Playern zusammensetzt. Wir haben zum einen die Investoren, wir haben die Investment Manager, wir haben die Property Manager, die Facility Manager und dann haben wir noch den Mieter an sich und die neue Rolle auch des Asset Managers. Und alle diese Player oder Akteure, wenn es um ein Gebäude geht, arbeiten alle leider an verschiedenen Systemen, haben eigene ERP-Systeme, DMS-Systeme und CM-Systeme. Und diese Systeme sind leider, sprechen nicht miteinander. Das sollen die roten Pfeile hier ein bisschen darstellen. Und daraus ergeben sich sehr, sehr viele Ineffizienzen in der täglichen Arbeit. Was läuft schief? Ja, wir haben für Dokumente alleine, aber auch für Daten durchschnittlich 4 Ablagesysteme. Das heißt, Dokumente werden an 4 verschiedenen Stellen gespeichert. Heißt, ich weiß gar nicht, greife ich gerade auf das aktuellste Dokument zu und habe ich das richtige Dokument? Das schafft immer eine hohe Unsicherheit und große Geschwindigkeitseinbußen in der täglichen Arbeit, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, auch ESG-relevante Entscheidungen. 54% aller Daten lagern gar nicht in irgendwelchen Systemen. Das heißt, sie liegen auf irgendwelchen Harddrives, sie sind in irgendwelchen Kellern, in irgendwelchen Ordnern. Und diese Daten, die fehlen uns, um diese, sage ich mal, zukunftstragenden Entscheidungen auch hinsichtlich der Gebäude zu fällen. Wir haben Insellösungen, wie gerade schon besprochen. Wir haben keine Schnittstellen. Viele Systeme, die jetzt in der Vergangenheit gewachsen sind, die ganz toll sind, die sprechen halt leider nicht miteinander. Und dadurch sehr viele analoge Prozesse, manuelle Datentransfers. Und der Asset Manager an sich kümmert sich viel zu wenig zeitlich darum, um die Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Mehr darum, wirklich die Dokumente beieinander zu halten, die Informationen beieinander zu halten und weniger um die Entscheidung wirklich voranzutreiben. Genau, die Daten sind häufig sehr wenig klassifiziert, sind nicht vertaggt. Wir haben wenig Ordnung in das System und wir haben das Allerwichtigste, aber wir haben zu wenig Daten aus diesen Dokumenten griffbereit für uns in der täglichen Arbeit. 43% der Daten ist überhaupt nicht mobil zugänglich. Das heißt, dieses mobile Arbeiten, was wir jetzt auch über Corona zum einen schätzen gelernt haben, aber auch als notwendig geworden ist, ist nicht möglich. Und das heißt, wir sind dadurch auch sehr eingeschränkt in unserer Handlung. Das lösen wir. Das lösen wir mit unserer Plattform. Das ist Architrave als Real Estate Document Management System, aber auch mit den ganzen Services drumherum, die ich jetzt gleich mal noch ein bisschen, auf die ich gleich noch mal ein bisschen näher eingehe. Und als zweites Produkt auch unsere Delphi-Lösung, die es ermöglicht, diese Datenextraktion und diese Verwandlung von analogen Dokumenten hin zu diesen Goldschätzen der Daten. Das ist unser zweites Produkt. Da gehe ich auch gleich noch mal drauf ein. Genau, Dokumentenservice. Was machen wir? Jetzt gehe ich nochmal zurück. So sieht das leider auch heute noch bei vielen Kunden aus und bei vielen Immobilien, bei vielen Akteuren, die in der Immobilienwirtschaft arbeiten. Es ist unstrukturiert, es ist ungeordnet. Und was dann passiert, ist, dass die Kunden zu uns kommen, die schicken uns palettenweise diese Dokumente und sagen, so jetzt mach mich mal zukunftsfähig, bereite mich mal vor auf die Digitalisierung. Und was wir dann wirklich machen im ersten Schritt, ist, dass wir diese Dokumente nehmen, dass wir sie zuverlässig an einen Ort präsentieren, an einen Ort bringen, dort prüfen, dort die unnötigen Dokumente und Informationen aussortieren, die Dokumente scannen und dann ganz wichtig, die relevanten Informationen aus diesen Dokumenten extrahieren. Das heißt, wir haben dann wirklich die Möglichkeit, Daten mit Daten zu arbeiten und nicht nur mehr mit den Dokumenten alleine.
Wenn wir das alles gemacht haben, alle Dokumente aussortiert haben, die wichtigen vom unwichtigen getrennt haben, die besten archiviert haben und die Daten rausgezogen haben, dann bekommt der Asset Manager und der gesamte, ja, die gesamten Akteure einen zentralen Ort, an dem sie diese Dokumente und ihre Daten zentral auffinden können. Und das ist dieser Lifecycle Data Room, wie wir ihn nennen, an dem jetzt jedes Dokument an seinem richtigen Ort ist und jederzeit auch von überall auf der ganzen Welt zugänglich ist. Dass wir dann eine Lösung haben für die Dokumente und Daten und die Prozesse und eben, ja, auch ganz wichtig, Transaktionsdatenräume in relativ kurzer Zeit auf Knopfdruck starten können und in den Transaktionsprozess übergehen wollen können. Wir haben mobilen Zugriff auf alle Devices und eine einfache Administration hinsichtlich, wer hat überhaupt Zugang auf die Dokumente und wer Zugang zu den Assets, sodass wir einen zentralen Ort haben, an dem alle Dokumente und Daten zusammenlaufen. Ja, Referenzen, das machen wir jetzt schon ein bisschen länger, wie man ja auch am Anfang schon gesehen hat. Unsere Kunden sind bekannte Namen, die DEKA, die BEOS, die Union Investment, Aberdeen, Art Invest, Kintai, aber auch viele, viele weitere. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, für über 70 Kunden machen wir das lösen wir diese analogen Probleme und sind die Fastlane zur Digitalisierung. Wir glauben an Ordnung als Schlüssel zu mehr Produktivität, weil wenn ich Dokumente schneller auffinden kann in kürzerer Zeit, dann arbeite ich schneller, dann arbeite ich produktiver und dann habe ich mehr Zeit, diese wichtigen ESG-relevanten Themen zu bearbeiten und mich mit den Sachen auseinanderzusetzen, die wirklich für die Zukunft entscheidend sind und nicht nur mit dem täglichen Dokumentenmanagement. Das zweite Innovationsthema, was wir natürlich haben, ist dieses in diesen unzähligen Dokumenten, die eine Immobilie beschreibt, stecken natürlich unglaublich viele Daten, die wir matchen können hinsichtlich ESG-Konformitäten und so weiter und so fort. Und was wir noch tun können, was wir machen, ist wirklich, wir erkennen die Dokumente, wir klassifizieren sie, wir benennen sie dann und extrahieren die relevanten Daten und legen dann das Dokument automatisch ab. Das heißt, der Asset Manager, wenn wir einmal diesen Cleanup gemacht haben, lädt nur noch per Drag and Drop ein Dokument hoch in den Datenraum und erhält das Dokument das Dokument wird an der richtigen Stelle abgelegt. Wir haben die Daten extrahiert und wir haben für Ordnung geschaffen und haben Zeit gewonnen für wirklich die wichtigen Entscheidungen. Wie eingangs schon gesagt, extrahieren wir viel. Wir haben aktuell 385 Dokumentenklassen, das heißt, die eine Immobilie beschreiben, von Mietverträgen zu Grundbuchauszügen, zu was es da alles gibt. Das wissen Sie selber, wie viele Dokumente eine Immobilie beschreiben. Und daraus extrahieren wir dann über 1361 Datenfelder. Das machen wir nach einem Standard, dem Architrave-Standard, wo wir aber auch immer noch gucken, wie wir diesen Standard auch weiterentwickeln können. Denn das Bedürfnis nach Daten und nach mehr Daten, das wächst natürlich schon seit geraumer Zeit. Genau, mehr Daten, verknüpfte Daten. Das zweite Thema ist, was wir auch machen, ist, wir nehmen nicht nur die Daten aus den Dokumenten, sondern wir matchen diese Daten mit anderen Daten aus anderen Systemen, zum Beispiel mit den Mietverträgen und sagen, dieses Dokument gehört auch zu dieser Mietvertragsnummer. Das heißt, in der täglichen Arbeit arbeiten Asset Manager ganz häufig mit dieser Mietvertragsreferenz und können dann auf einen Blick alle Dokumente sehen, die mit diesem Mietvertrag in irgendeinem Zusammenhang steht und das auch wieder ermöglicht uns, schneller Entscheidungen zu treffen und Zeit zu gewinnen. Wir bieten diesen Service nicht nur in unserem Datenraum an, sondern dieses Extraktionsthema und Ablagesystem, sondern wir bieten das auch für Kunden an, die schon ein bestehendes Dokumentenmanagementsystem haben, zum Beispiel SharePoint oder FileNet. Die Kunden können auch mit unserem System arbeiten. Wir bieten eine API-Lösung an, indem sie uns die Dokumente schicken und wir ihnen dann diese extrahierten Daten und Benamungen und Klassifizierungen rüberschicken. Vorteile, glaube ich, sind klar. Wir haben mehr Daten, wir haben mehr Struktur, wir haben mehr Zeit für diese ESG-relevanten Themen und das geht natürlich auch nur aus unserer Sicht mit starken Partnern. Wir haben uns sehr stark vernetzt, auch mit Dres und Sommer und arbeiten da auch
sehr eng zusammen an einer neuen Lösung, um da die Geschwindigkeit in der täglichen Arbeit zu heben. Aber auch hinsichtlich jeglicher Standardisierung ist es einfach wichtig, dass wir zusammenarbeiten, weil nicht jeder unterschiedliche Daten braucht, sondern wir eigentlich standardisierte Datensätze brauchen, die die Immobilien beschreiben. Und das ist uns eben auch sehr wichtig. Und damit bin ich auch schon am Ende. Vernetzung, das Thema. Vernetzen Sie sich gerne mit mir. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Ich bedanke mich erstmal.